Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Stationen in Simrail in der dritten Fassung. Und wir starten heute mit der Station Drabova Gornica. Das ist eine recht kleine Station hier. Wir haben hier einen Bahnsteig, wo wir hier auf zwei Seiten mit den Zügen hier anhalten können. Das ist hier unser kleiner Arbeitsbereich. Schön gemütlich und haben halt hier sehr gute Aussichten zu dem, was hier passiert. Okay, gesteuert Ganze wird es mit SCS. Hier ist der Perron 1, das ist den, den wir jetzt hier aktuell sehen. Dann haben wir hier zwei Bahnübergänge, einer für die Fußgänger, einer für die Autos, die wir hier steuern können. Danach haben wir hier noch einen Halt in Digi Polno irgendwas, kann ich nicht aussprechen. Einen weiteren Halt da in Pogoria, auf der linken Seite Benzin Cassavera und Benzin Miasto. Das sind jeweils zwei Halte, also wenn da mal ein Zug länger drin steht, dann hat er hier angehalten. Und das sind die automatischen Bahnübergänge. Hier ist gerade ein Zug am rausfahren und so wie ich das gerade gehört habe, kommt jetzt auch gerade ein Zug von Drabova Gornica, sprich da von rechts. Wir schließen hier die Bahnübergänge mit ZAMK. Und damit wir uns hier gleich mal ein bisschen umschauen können. Also kann ich noch nicht, weil der Bahn, jetzt ist zu. Gehen wir hier schon mal. Kann leider das letzte Signal hier nicht direkt anwählen, also machen wir es in Schritten. Und auch hier. Und das gleiche machen wir noch auf der anderen Seite. Damit ich einen kleinen Puffer habe zum Anschauen, was wir hier in der Umgebung haben. Denn hier haben wir so einen kleinen Abstellbereich. Den schauen wir uns gleich mal als erstes an. Okay, wir gehen mal raus. In ein paar Minuten haben wir jetzt erstmal Zeit. Hier wird es eben zur anderen Bahnsteigseite gehen. Ist jetzt natürlich zu. Wir können aber trotzdem ein bisschen schummeln. Und schauen uns erstmal an, was wir hier so haben. Hier haben wir Autos, die einfach so im Grün stehen, so wie das aussieht. Ja, das ist ein Naturparkplatz hier. Dann schauen wir uns halt mal den Bahnsteig an. Echt modern. Hat hier sogar eine Art Wartehäuschen, wo man aber nicht drin sitzen kann und auch nicht rein kann. Gleich hier auf der Seite. Geht bis nach da hinten. Hier altes Industriegebäude. Und was ist mit dir los? Was machst du so Schönes? Nix. Okay, ich denke mal, weiter gibt es jetzt hier nichts Spannendes zu sehen. Wir schauen uns jetzt mal gleich die Abstellung an. Beziehungsweise gehen wir zu dem Abzweig, wo die Abstellung anfängt. Vielleicht haben wir Glück und währenddessen kommt der Zug hier schon entgegen. Das müsste da vorne. Das ist natürlich jetzt sehr schlau, wenn ich da reinlaufe. Jetzt, wo die Schranken zu sind. Kann sich nur um Stunden handeln, bis wir da hinten sind. Das einzige Nervige an dieser Station ist, man hört durchgehend das Gebimmel vom Bahnübergang. Also, wenn man hier länger ist, sollte man vielleicht die Effektlautstärke ein bisschen runterdrehen. So, da hinten ist der andere Bahnübergang. Und da sehen wir schon, das ist hier der Gleisanschluss. Nicht elektrifiziert. Haben da so ein Stumpfgleis. Alles elektrisch hier. Zumindest hier der Anfang. Und dann schauen wir doch mal, was wir hier hinten so alles haben. Auf jeden Fall ist hier schon seit längerem kein Zug mehr gefahren. Den Schienen noch zu urteilen. Aber wer weiß, vielleicht kann man hier ja ein bisschen Blödsinn anstellen, wenn dann Simrail mal draußen ist und hier mal Custom-Fahrten machen kann und vor allem die Diesel-Lok mal draußen ist. Hier haben wir wieder schon einen Kandidaten, der hier schwebt. So, kleiner Bahnübergang, aber nicht gesichert. Das heißt, man muss hier aufpassen. Und da hinten steht einfach mal so ein einzelnes Dixi-Klo. Lass uns mal ganz kurz in die Richtung gehen. Hier ist der Fahrkartenautomat. Viele Tickets, Fahrkarten. Sogar in Deutsch. Ist das in echt tatsächlich auch in Deutsch beschriftet? Gibt es hier irgendwas Spannendes zu sehen? Nö, aber wir haben hier ein kleines Bushäuschen, was schon mal bessere Zeiten gesehen hat. Und eine komische Straße. Mit dem einsamen Dixie-Häuschen hier. Okay. Steht sie da eigentlich auch wieder einfach so im Grünen? Nee, da ist tatsächlich sowas wie ein Weg.
Und wie ist das Auto hier hinkommen? Naja, nicht weiter hinterfragen. Also, hier haben wir die drei Gleise. Geht weiter nach hinten. Schauen wir mal, was da hinten so ist. Die Baukollegen sind wieder am Start. Alles klar, das war Hinweis für den Bahnübergang. Ich glaube, das sind alles Kopfgleise hier. Der Zug könnte eigentlich langsam mal auftauchen. So langsam muss der eigentlich gar nicht fahren. Aber besser für mich. Heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ah, ich hätte so gern einen Speedmod. Ich möchte hier schneller laufen. Oh, die gehen da doch wieder nach rechts, so wie es aussieht. Da haben wir auch zwei Signale. Und noch Überreste von irgendetwas hier auf der linken Seite. Ach ne, das ist ein Zaun. Und irgendein Grundstück hier. Sieht man da was? Ne, da ist alles grün. Da steht ein kleines Gebäude. Euch habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Okay. Da scheint es mal reingegangen zu sein. Oh cool, ich kann einfach durchglitschen. Alles klar. So, hier haben wir Signale N104M und N102M. Geht hier raus, aber ich glaube nicht, dass wir hier nochmal einen Anschluss auf die Hauptstrecke haben. Hä? Beisperre. Hier haben wir TM7. Das geht ja noch ganz schön weit. Sag mal. Was haben wir hier? TM8. Ja, bloß, das ist jetzt eine aufgelassene Strecke noch da hinten. Oder haben wir auf ein Stumpfgleis? Auf dem Schaltbild hat es so ausgeschaut, als wenn das eigentlich hier aufhört. Aber das geht ja wirklich weit. Holy shit. Hier ein Industrieanschluss. 14.1 sind so Einschnitt zu der Check Nummer 2. Also die sollten eigentlich alle hier fahren können. Oha. Das ist ja ganz schön extensiv hier. Ja, cool, dass wir das angeschaut. Also hier gehen mal zwei. Okay, das sieht nicht so gut aus. Hier schwebt das Gleis. Ich glaube, davon mache ich mir kurz ein Foto. Das Bug Reporting. Denn wenn dann hier mal irgendwas ist, dann sollte das hier natürlich sauber ausschauen. Ist das ein Elektrizitätswerk, was wir hier hinten haben? Das hört ja gar nicht mehr auf. Mensch, das ist ja eine riesen Spielwiese hier hinten. Dass dieser Strommast auf den Schienen steht, ist vermutlich auch nicht richtig. Okay. Hat der eine Kollision? Oh, der hat eine Kollision. Und hier ist das auch wieder am Schweben. Machen wir kurz ein Foto. Und wenn es jetzt noch viel weiter geht, dann muss ich vielleicht wieder zurück ins Stellwerk und mal schauen, dass hier die Züge entsprechend sauber fahren. Ja, das gäb's doch nicht. Das hört gar nicht mehr auf. Ich hätte mir gedacht, ich muss nur ein paar Meter nach hinten laufen und dann ist Ende. Aber so kann man sich täuschen. Irre. Wäre ja cool, wenn es auf der anderen Seite wie so ein Kohleterminal gibt, wo man dann entsprechend die ganzen Wagen hier abliefern muss. Und dann muss man hier ein bisschen rangieren. Und dann wieder einen Zug zusammenstellen. Hier ein Zug irgendwo. Irgendwo da hinten fährt er.
Ja, man hört es so ganz leicht in der Entfernung. So, ist jetzt hier hinten dann endlich mal Schluss. Da gehen ja auch noch Gleise rein in das Gebäude. Okay, ne, doch nicht. Das sind einfach hier nur so Abstellgleise. Das ist vermutlich auch nicht richtig. alles schön dokumentieren für den Bug-Report. Oh, da hat jemand guckt. Ich glaube, ich muss hier wieder rein. Okay, da ist gerade der Express durchgerauscht. Okay, ich werde das jetzt hier nochmal vorbereiten. Dass hier der Nächste auch gerade wieder durchfahren kann. Also das kann ich jetzt nicht, weil er jetzt hier da steht. So, bis hierhin. Liebe Leute, ich mache nochmal ganz kurz einen Cut. Laufen aber noch da hinten. Müsst ihr gerade nicht nochmal sehen. Und dann schauen wir, wie der Anschluss weitergeht. Also, bis gleich. Und da bin ich wieder. Ich bin wieder jetzt hier nach unten gelaufen. Von beiden Seiten kommt jetzt wieder ein Zug, sobald der zweite angekündigt wird. Muss ich wieder zurück und einen Fahrweg einstellen. Und so wie es aussieht, geht dieses Gleis hier einfach mal ins Grüne und hört einfach auf. Aber ich will ja immer noch wissen, was da hinten ist. Hier kommt ihr ja alle wieder zusammen. Ich bleib hier mal auf dem Gleis, damit ich hier nicht nach unten falle. Soll das so sein? Da machen wir auch mal kurz ein Foto. Wäre natürlich schön. Ach, und es geht dann hier so in die Straße rein. Okay. Kann man auch so lassen, dass man sagt, okay, das ist disused. Oh, da hinten ist eine Industrie. Und da hört das Ganze dann auf. Da war es doch schön, wenn man hier einen Prellbock hinmacht. So, alles schön Foto dokumentieren. Ja, und dann wäre eigentlich nur noch... Ich glaube, das ist alles Kohle hier. Was man hier irgendwie abgelegt hat. Wäre eigentlich nur noch die rechte Seite interessant. Mal schauen, ob wir hier einfach so querfeld eingehen können. Sah zumindest von da hinten aus nicht so aus, als wenn das ein zu großer Radius wäre. Hast du mich hier rauf? Oh, danke schön. Ja, heute ist nicht viel Verkehr hier. Ja. Oder machen. Das soll, glaube ich, nicht so sein. ich hoffe, das kommt wirklich mit den Custom-Fahrplänen. Dass man hier dann ein bisschen rumspielen kann. Aber ich glaube, bis jetzt gibt es da noch kein offizielles Statement diesbezüglich. So, ich denke, wir gehen mal in die Richtung. Dürfte nicht allzu falsch sein. Hoffe ich zumindestens. Am besten gehen wir auf den Hügel da oben. Oh, hier lief in die Playable Area. Was denn? Ach, Mann. Dann laufe ich halt hier entlang. Aber wo gehen denn die anderen Schienen hin? Was ist eigentlich hier drin? Ah, hier ist ganz viel nix. Okay. Gut, dass es jetzt hier keine Kollision hat, stört mich jetzt nicht. Normalerweise... Oh, ne, bitte stürzt es nicht ab. Oh, Gott sei Dank. Okay, da haben wir noch einen Hügel. Sind die Schienen vielleicht hier dahinter? Nee. Ja, ist ja gut. Mein Gott, Spiel. Ich bin ja schon brav. Mal kurz die Übersicht hier. Ja, da gehen die Gleise hier... Oder sind das... Nein, nein, da hinten gehen die Gleise da so runter. Ja, aber diese Kohle ist hier schon länger nicht mehr angefasst worden, wenn das hier so grün ist. Haben wir die Kohle überhaupt noch nutzen, wenn die so überwachsen ist? Da sind sie. Okay, wow. Die gehen nicht sehr weit. Die hören hier einfach auf. Alles klar. Na gut, dann haben wir erstmal das Wichtigste von dieser Station gesehen.
schauen wir uns doch die nächste Station an. Und da hinten fährt gerade der Rico vorbei. Ja, und da wären wir auch schon in der nächsten Station. Wir sind in Olszamowice. Spricht man garantiert anders aus. Recht überschaubar, was wir hier so als Arbeitsraum haben. Ausstattung ist wie gewohnt. Und dann schauen wir uns hier mal den Gleisplan hier an. Wir haben eine recht große SBL zu der linken Seite, auch plus Zober Polnok und auf der rechten Seite Pilichowice. Ich habe da jetzt gerade schon mal die Durchfahrten gestellt, damit wir draußen ein bisschen rumlaufen können. Wir haben hier zwei Ausweichgleise und hier oben vielleicht eine kleine Abstellung. Das werden wir uns gleich ansehen. Im Prinzip habt ihr hier die Eurocities und Güterzüge, also eigentlich alles Mögliche, was ihr durchfahrt. Und je nachdem könnt ihr da einen Zug auf die Seite nehmen und anderen überholen lassen. Also relativ entspanntes Leben hier als Fahrdienstleiter, auch von den Zeiten her. Nicht allzu viel los. Okay, dann gehen wir doch mal nach draußen. Exit the building. Und hinter uns haben wir die Straße und der Zaun hier sieht ein bisschen wanky aus. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, kommt gerade ein... Kommt das Auto? Ja, das kommt. Tun die Autos gerade hier despawnen? Hier haben wir einen großen Funkmast. Kleine Beleuchtung. Wir selber so wie es aussieht. Ach doch, da hinten ist ein Parkplatz. Jetzt will ich das mal ganz kurz beobachten, ob das Auto hier einfach despawnt. Ja. Der macht jetzt vermutlich das Gleiche, oder? Und da kommt schon der nächste. Und noch einer. Okay, das werde ich mal melden, weil das ist vielleicht ein bisschen nervig auf die Dauer. Oh, ist sogar die Polizei unterwegs. Oder? Ist das die Polizei? Ja, Polizia. Ich habe nichts angestellt. Jedenfalls haben wir hier unseren Parkplatz. Jetzt muss ich mal... Okay, da kommt das dann gleich mal ein Zug. Da unten geht die Hauptstrecke weiter. Da haben wir so Stumpfgleise und da geht's nach links weg. Das ist dieser eine Anschluss. Mal schauen, was wir hier haben. Auf alle Fälle ist hier nicht allzu viel los, wenn ich mir das hier so ansehe. Und nach da hinten seht ihr, da ist halt nicht viel los. Man hat hier einfach die Ausweichgleise und gut ist. Dann schauen wir uns mal den spannendsten Part hier an, den Anschluss da unten. Haben wir da eine kleine Sperre wieder. Wird das immer spannend, in so Anschlüsse da reinzugehen oder Abstellungen, um zu sehen, was man da so findet. Auf alle Fälle ein bisschen was los hier hinten. Aber das Ganze ist abgezäunt. Da bringt man vermutlich irgendwie Sand rein oder was auch immer das sein soll. Das Tor können wir nicht aufmachen. Die Handweiche können wir leider nicht bedienen. Aber hier könnt ihr mit irgendwas Kleinem hier reinfahren und dann hier abladen. Schaut so aus, als ob wir hier eine kleine Baustelle haben. Ja, ich glaube, da wird hier gerade fleißig gebaut. Was haben wir hier? Okay, da komme ich nicht nach hinten. Moin Kollegen, sind das die neuen Bio-Autos? ich glaube, davon mache ich auch nochmal kurz ein Foto. Damit das alles hier so seine Ordnung hat, komme ich hier durch. Oh ja, ein paar kleine Häuser, hier ist die Hauptstraße. Uns die Autos die ganze Zeit nerven als FTL. Und hier vorne wäre die Hauptstrecke. Ja, ich glaube, das rentiert sich nicht, wenn wir hier nach unten laufen, weil das sind die zwei Schutzweichen. Und dann geht es dann vorne wieder zusammen. Und ansonsten haben wir hier halt Natur pur. Da sieht man gerade, die Ausfahrt steht. Da auch. Und das war's. Wenn wir uns jetzt hier im Kopf gehalten, dass da das Stellwerk ist und hier der Anschluss,
heißt es, dass unser Stellwerk da oben ist. Also nicht hier unten oder so, sondern da oben. Und eigentlich ist es hier verkehrt herum. Also man müsste sich das anders umdenken und dann passt es mit dem Plan. Wobei, es kann eben da so jetzt relativ egal sein, aber eben, wer es wissen will, da oben Stellwerk. Ja, dann stellen wir das vielleicht hier irgendwie markiert ist, weil man weiß, wo man selber ist. Wenn man jetzt hier nicht gerade die ganze Strecke so abgeht, wie ich. Ja, nette kleine Strecke, der 1425 ist ein Express, der wird hier vermutlich mit 200 durchrauschen. Ich glaube, das werden wir uns noch geben. So werde ich mich wieder rausstellen. Was wäre denn ein guter Platz? Oh, also hier kann ich nicht drüber. Aber hier könnte ich ein Foto machen. Einmal ausblenden, bitte. Brauche ich ja noch irgendwas für den Thumbnail? Ich glaube, das wäre auch noch ein Foto wert. Gibt es einen besseren Spot hier? Naja, vielleicht so. Okay, ich würde mal sagen... Kann ich hier rauf? Ich kann hier rauf. Nice. Ich würde sagen, wir stellen uns irgendwie so hin und warten, bis dazu kommt. Ja, ich Superheld habe natürlich in die falsche Richtung geschaut. Der ICE ist von der Seite gekommen. Aber dafür kommt jetzt der kleine Kollege her, der Eurocity. Und genießen den mal, der hier durchrauscht. Mit seinen 125 Stundenkilometer. Höchste Gefühle momentan in dem Spiel. Mein Kollege. Und weg ist er. Okay, das war's erstmal von Volume 3, Stationen in Simrail. Wir sehen uns in Volume 4, wenn wir uns die nächsten zwei Stationen anschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da und bis bald. Bleibt gesund. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.